Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte dich heute herzlich einladen zu meiner neuen Community Challenge auf Instagram. Und zwar trägt die den Titel Zeit für mich. Denn was ich in der langen Zeit als Mama Coach jetzt gemerkt habe, ist, dass 90% der Mütter sich nicht erlauben, sich Zeit für sich zu nehmen, dass sie ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht wissen, wie sie das in ihren chaotischen Familienalltag überhaupt integriert bekommen sollen. Und es ist mir eine Herzensangelegenheit, euch dabei auf diesem Weg zu helfen, diesen ersten kleinen Schritt zu gehen, sich diese Zeit für sich im Alltag zu nehmen, und zwar konsequent und regelmäßig. Und deswegen habe ich diese Community Challenge auf Instagram entwickelt. Die geht vom 8. Juni bis 12. Juni. Und in diesem Zeitraum werde ich euch ganz konkret dahin führen, dass ihr motiviert seid, inspiriert seid und das Verständnis für euch entwickelt habt, warum es so wichtig ist, sich als Mama Zeit für sich zu nehmen und euch auch die Erlaubnis zu geben, dass es okay ist und dass es sogar essentiell notwendig ist, dass ihr euch diese Zeit für euch in eurem Alltag regelmäßig nehmt. Und wir sprechen hier nicht von Auszeiten von einem Tag oder einem ganzen Wochenende, sondern wir reden hier von Auszeiten von 15 Minuten täglich, je nachdem, was ihr halt einfach auch für einen Handlungsspielraum habt. Das ist ja für jeden von uns unterschiedlich. Aber ich bin alleinerziehende Mama von 2 Kindern. Ich bin selbstständig. Und ich habe für mich gelernt in den letzten 3 Jahren, dass es für mich lebensnotwendig ist, dass ich mir diese Zeit für mich nehme. Weil es nur so funktionieren kann, wie es gerade funktioniert, und es funktioniert sehr, sehr gut bei uns. Also wenn ich es schaffen kann, mir Zeit für mich in meinem Alltag einzuräumen, dann kannst auch du es schaffen und ich werde dich dabei unterstützen und die gesamte Community wird sich gegenseitig dabei unterstützen. Das ist nämlich der Sinn der Sache, in der Gemeinschaft zu sehen, dass es anderen genauso geht und sich gemeinsam zu motivieren, zu inspirieren und sich auf diesem Weg zu unterstützen. Es wird vom 8.6. bis 12.6. jeweils einen Post in meinem Instagram-Feed geben, wo wir halt schrittweise diesen Weg dahin gehen, dass du bereit wirst, auch innerlich bereit wirst und innerlich die Türen öffnest, weil das ist der größte Motivator. Wenn du für dich selbst das Bewusstsein erschaffen hast, dass es Zeit wird und dass es notwendig ist und dass es absolut okay ist, sich Zeit für sich zu nehmen. Und auf diesem Weg werde ich dich einfach begleiten in diesen Tagen. Und wenn dich das anspricht und wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann folge mir auf Instagram, um ab dem 8. Juni keinen der Posts zu verpassen. Es wird dann auch immer in meiner Instagram-Story nochmal was Passendes zum Tagesthema geben, wo ich auch nochmal mehr Input gebe, auch nochmal mehr Motivation, nochmal mehr Tipps und Tricks. Und ihr könnt mir natürlich in dieser Zeit auch jederzeit individuell schreiben und mir von euren Schwierigkeiten oder Hindernissen berichten, damit wir die gemeinsam in der Zeit aus dem Weg räumen können, weil das ist ja das Ziel dieser Community Challenge. Und wenn du denkst, dass diese Community Challenge Zeit für dich auch etwas für eine deiner Freundinnen oder viele deiner Freundinnen sein könnte, dann teile genau dieses Video hier sehr, sehr gerne und lade auch sie zur Community Challenge ein. Ich freue mich sehr auf euch alle. Das wird grandios und ich freue mich jetzt schon auf diese wunderbare Energie, die in diesen Tagen entstehen wird, weil wir als Gemeinschaft von Frauen etwas zusammen bewegen werden in diesen Tagen. Und das ist unglaublich heilsam und unglaublich kraftvoll. Ich freue mich auf dich, wenn du dabei bist bei meiner Community Challenge Zeit für dich. Wir sehen uns am 8. Juni. Teil gerne dieses Video und bis dann.